furchtigen Sumpf, mitten in Winterthur Töss und ein Sumpfgespenst, das sich manchmal zur Geisterstunde umtreibt. Simon nimmt mich und euch mit auf die Reise durch Töss, das Winterthur-Quartier, wo unsere nächste Sage spielt. Er ist in Winterthur aufgewachsen und wohnt gerade in der Nähe und er weiss darum viel über die Region. In der Sage geht es um einen Trottmeister und seinen Sohn, um Wein und natürlich um den Fluss Töss. Aber hört es selber. Übrigens, die Sage wird nicht von mir oder Simon vorgelesen, sondern von der Winterthurerin Julia. Die versunkene Trotte. Unten an Wülflingen liegt ein kleiner Sumpf. Wenn man dort am Abend spät vorbeiläuft, sollte man gescheiter schnell durchgehen. Der Ort ist verflucht. Vor langer Zeit ist an dieser Stelle die Halde Trotte gestanden. Der alte Trottmeister, Urban hat er geheissen, hat dort den sogenannten 10. Wein eingezogen. Die Bauern haben den Urban respektiert, weil er mit allen fair umgegangen ist. Sein Sohn aber war das genaue Gegenteil davon. Er hat auf grossem Fuß gelebt und hat schon sein ganzes Hab und Gut ausgegeben. Darum hat es ihn nach ein paar Gulden von seinem Alten gelustet. In einer Herbstnacht ist er mit einem Bieli in der Hand in die Wohnung der Trotte geschlichen und hat seinen schlafenden Vater erschlagen. Die Leiche hat er auf den Buckel genommen und ist zu den Töss, die in der Nähe durchfließt. Den leblosen Körper hat er dort angelegt. Am nächsten Morgen hat man die zerschmetterte Leiche am Ufer gefunden. Man hat angenommen, der alte Mann hat letzte Nacht eins zu viel getrunken und sei da an den Töss tödlich verunfallt. Der Sohn hat sich untröstlich gezeigt. Auf ihn ist darum kein Verdacht gefallen. Als Nachfolger vom alten Trottmeister hat man darum auch ihn gewählt. Aber bald hat man diesen Entscheid bitter bereut. Wenn es immer nur gegangen ist, hat er die Leute zu seinem Vorteil betrogen. Wenn der Herbst damals vorbei war, hat er seine Kumpel zu wüstigen Lagen eingeladen in die Trotte. An einem Abend ist der Saufgesellschaft der Geist vom alten Trottmeister erschienen. Über der Trotte ist ein furchtbares Gewitter aufgezogen. Es hat gedonnert, dass die Balken gezittert haben. Es hat geschüttet wie aus Kübel. Balken und Mauern sind unter der Wasserlast zusammengebrochen. Eine gefürchtige Stimme hat dem Trottmeister gerufen. Am nächsten Morgen war die Haldentrotte spurlos verschwunden. An ihrer Stelle ist ein Teich gestanden, wo nah bis nah zu einem Sumpf geworden ist. An hellen Herbstnächten sieht man manchmal zur Geisterstunde einen schwarz vermummten Mann aus dem Sumpf aufsteigen. Auf dem Buckel trägt er einen toten Körper. Vom Sumpf geht die Gestalt mit schnellen Schritten Richtung Töss, wo man, wenn man ganz genau hinhört, ein Platschen hört. Wie wenn ein lebloser Körper ins Wasser gerührt würde. Das ist der Geist vom Vatermörder. Wir machen uns auf, um die Trotte zu finden. Oder den Sumpf. Oder den Ort, wo der Sumpf oder die Trotte einmal hätte stehen können. Starten tun wir am Brühlberg. Von dort sieht man runter aufs Quartier Töss. Töss hat sehr viel Reben gehabt, hat viel Wein produziert oder muss viel Wein produziert haben, wenn man so alte Schriften liest. Der Brühlberg besonders
Also überall da, wo jetzt Wohnhäuser stehen, wo in Hang reingebaut sind, wo es vielleicht noch einzelne Schrebergärten hat, die wir vorher ein bisschen gesehen haben beim Durchlaufen. Überall da muss es gewimmelt haben von Reben. Und es hat eben auch ganz viele Trotter gehabt. Also sehr viel für die Verhältnisse. Okay, also viele Rebberge da. Und da hat man in dem Fall natürlich auch viel Wein getrunken. Ist das auch irgendwie überliefert, dass man, ja, dass man da, dass es halt einfach viel Weinbauern gegeben hat? Ja, also es gibt ja vom IC her ein paar Aufzeichnungen über das Weinernten, das Weinfesten und so weiter. Und das taucht schon auch immer wieder auf, dass das einfach wichtig war. Also die Landwirtschaft in Töss hat sicher auch eine andere Zweige gehabt. Es war sehr landwirtschaftlich, ganz bevor die Industrialisierung angefangen hat. Aber der Rebbau im Besonderen, da sind Fester gefeiert worden, ganz häufig sogar. Also das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Und ich wohne sehr nahe an Töss und ich finde es immer noch sehr ein schönes Gebiet. Aber wenn ich mir so vorstelle, dass es da einfach ganz viel so Weinfester gegeben hat und dass da viel Wein produziert wurde, dann ja, werde ich fast ein bisschen schwermütig. Ich denke so, es wäre eigentlich noch schön, gäbe es das heute noch. Weil es ist wirklich ein sonniger Hügel. Wir sind jetzt da und es ist mega heiß, es ist Sommer. Aber es wäre ideal eigentlich für Trauben, habe ich das Gefühl. Ja, und da, wo wir jetzt stehen, wenn man nicht den, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, den Lärm hätte von der Stadt im Hintergrund, dann würde man denken, man sieht irgendwo in den Bergen oben. Also es ist nicht überbaut oder so, sondern es ist einfach Weidland jetzt, wo früher vielleicht Reben gestanden sind. Ja, gut, wir sind sehr weit oben. Wir sind jetzt aber sehr nahe schon beim Wohngebiet. Also wenn wir jetzt sind wir ein bisschen geschützt von den Bäumen und von den Gebüschen, aber wir kommen nahe jetzt schon ans Wohngebiet hin. Und das war natürlich früher alles nicht gewesen. Und ja, letztendlich haben sich die Sachen dann halt irgendwann einfach geändert. Aus mehreren Gründen gibt es halt irgendwann einfach kein Wein mehr in Töss oder fast kein mehr. Eben, du sprichst gerade an, irgendwann ist dann halt, sind die Rebberge aufgehoben worden. Weiss man da den Grund dahinter, wieso dass das so massiv abgenommen hat? Ich bin unter anderem im Stadtarchiv und habe mit alten Dösemerinnen und Dösemer auch Kontakt gesucht. Es ist sehr spannend, also was ziemlich klar darauf hindeutet, dass es irgendwann keine Reben mehr gibt, ist gerade so um den Jahrhundertwechsel 19. 20. Jahrhundert, dann werden viele Trauben da von der Rebel ausbefallen oder die Reben werden von der Rebel ausbefallen und dann werden sie fast nicht Herr. Also man sieht dann auch so in alten Unterschriften sehr, es hat ganz viele Dokumente bei dieser ehemaligen Gemeinde Töss, so im Archiv, über die Landwirtschaft. Und immer wieder, alle Jahre ist das Thema, wie werden wir dieser Reblaus jetzt irgendwie mal noch her? Mehltau auch mal habe ich gesehen, aber die Reblaus, und das hat man einfach nicht mehr geschafft. Und gleichzeitig ist es eben auch noch so gewesen, dass halt die Industrie immer stärker geworden ist. Das heisst, Menschen, die früher ihren eigenen Hof organisiert haben, Bauern und Bäuerinnen gewesen sind, die haben irgendwie immer weniger angefangen, so Sachen zu machen, weil es nämlich zum Rieter, zu dieser grossen Firma, die da immer grösser geworden ist und zum Weltkonzern ja irgendwann geworden ist, dort sind die Fabriken gearbeitet und gar keine Zeit mehr gehabt, um selber Landwirtschaft zu betreiben. Oder dass sie dann noch so nebenbei gemacht haben. Man sagt auch viel, sagen, der Mann in die Fabrik und die Frauen haben daheim noch den Hof weitergeführt. Also eigentlich so wie zwei Sachen gleichzeitig. Aber auch das war offenbar irgendwann nicht möglich gewesen. Und da haben sicher die Weinbauern auch dazugehört, dass die halt dann wie halt in die Industriehalle sind arbeiten. Der Weinanbau und Töss, da gibt es also eine lange historische Verbindung, bis irgendwann die Industrialisierung Einzug gehalten hat. Zeitzeuge, wo man nachweisen kann, dass in Töss Wein angebaut worden ist, gibt es viele. Einerseits kann man zum Teil auf alten Fotos und Zeichnungen Rebbergen erkennen, und andererseits gibt es zahlreiche schriftliche Erwähnungen. Eine davon ist eine Erzählung vom berühmten Tössemer Schriftsteller I.C. Heer. Wir machen uns darum auf die Suche nach mehr Informationen zu dieser Erzählung und zum I.C. Heer selber. Nicht weit weg, wo wir jetzt stehen, steht irgendwo ein Gedenkstein für den Winterthurer Schriftsteller. Ah, schau da, jetzt haben wir ihn gefunden. I.C. Heer. Genau, jetzt sind wir hier vor dem Gedenkstein. Komm mal noch mit, da haben wir noch die Tafel. Aha. Jakob Christoph Heer, 1859 bis 1925. Ein Dichter aus Töss.
Ja, er ist eigentlich der prominenteste Töser, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht gibt es auch noch einen Fußballer aus Töss, den ich jetzt vergessen hätte. Aber ja, ich würde sagen, es war ein sehr bedeutender Schriftsteller in seiner Zeit. Zumindest eine Zeit lang habe ich gelesen. Ist noch eindrücklich, da der Gedenkstein. Der ist 15 Tonnen schwer, ein Granitblock aus dem Bernina-Gebiet, wo die Gemeinde Poschiavo da angestellt hat. Der ist wirklich mit dem Zug da angekommen und dann mit Ross da aufgefugt worden. 15 Tonnen, ist krass. Das Spannende ist, der ICR hat viel auch über den Weinbau geschrieben in Winterthur. Und man kommt so ein Bild über, wie es früher hergegangen ist, rund um die Wümmet, rund um den ganzen Weinbau, auch was für einen Stellenwert der Wein in Winterthur und hier in Töss hatte. Und komm, wir hören uns mal einen Ausschnitt an von einer Erzählung von ihm. Die Freude am Wein war aber in unserer alten Heimat schwer erkauft. Vom Frühling bis zum Herbst nahm die Arbeit kein Ende. Das Binden und Nachbinden, das Schorpen, Schürfen und Hacken, das Jäten und Läubeln, Ausbrechen der Nebenzweige, meist Frauen- und Mädchenbeschäftigung. Nur einmal im Mai oder Juni entstand eine kurze Pause. Aus der Reben raus, Trauben wollen blühen! Bis ins Dorf drang der wundersam feine Duft der Weinblüte und jedermann schnupperte danach. Immer aber auch die kummervollen Fragen wie: Erfrieren wohl die Reben? Das Bangen vor jeder kalten Nacht, die Furcht vor den Eisheiligen. Und 1886 erfroren die Reben gar erst am Pfingstmontag. Oft ein aussichtsloses Jahr. Und selbst bei reichlichem Schuss der Trauben immer das Bewusstsein, man ist des Weines nicht sicher, bis er im Fass liegt. Der Text hat übrigens der Dave vorgelesen, auch ein Winterthurer. Vom Gedenkstein für den IC her laufen wir aber Richtung Töss. Wir wollen ja genau an den Ort, wo sich die Sache zugetragen hat, wo eben die Trotte gestanden ist. Es ist gar nicht so einfach, weil sich Töss recht verändert hat. Früher ein Weindorf, heute ein Stadtteil von Winterthur. Der Simon nimmt mich mit in ein kleines Quartier am Hang mit modernen Mehrfamilienhäusern und plötzlich sticht ein Haus raus. Uralte Schür. Es ist lustig, bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, bin ich schon ein paar Mal da durchgefahren mit dem WLAN und immer gedacht, was ist eigentlich das für ein altes Haus? Was ist das eigentlich? Und als ich mich angefangen habe, mit Trotten beschäftigen am Brühlberg, ist ziemlich schnell dann mal aus Aufzeichnungen, auch unter anderem vom IC her, klar geworden, das ist die Galli-Trotte. Was da heute drin ist oder überhaupt etwas drin ist, weiss ich nicht. Als Trotte wird sie sicher nicht mehr gebraucht. Hat sich etwas Gespenstisches, finde ich. Ich habe vorne, es hat da ganz alte Türen und ein Loch im Holz. Ich habe reingeschaut. Ich habe einen Feuerlöscher gesehen. Also so gruselig ist es drin nicht. Es gibt übrigens eine Trotte noch ganz weit, also ein bisschen weiter die Straße durch. Wir sind nämlich in der Nähe, also gerade in der Nähe von der Schlosstalstraße und man hört es im Hintergrund, die ist sehr häufig befahren, also dicht befahren. Und dort ist die rote Trotte. Das war auch mal eine Trotte und die wird heute, die ist so komplett renoviert und neu ausgebaut, dass die wirklich... Ich war schon mal am Hochsee dort. Das ist also noch schön. Ja. Und das zeigt auch, du hast gesagt, wir sind nicht von dieser Trotte, wo es sich darum handelt, sondern der Galli-Trotte. Dann gibt es die rote Trotte, dann gibt es auch unsere, die Halder-Trotte. Was darauf hindeutet, dass sie eben auch mega viele Reben da gehabt hat. Ja, auf jeden Fall. Also insgesamt, so habe ich gelesen in der Geschichte der Gemeinde Töss, sagen jetzt, glaube ich, auf Dössemerboden etwa 5 gewesen. 5 und auf Hülflingerboden, wo gerade angrenzend ist, auch am Brühlberg, sei es noch eine gewesen, also insgesamt 6 Trotten. Und wie du sagst, also, wir reden da nicht von weiten Abständen, sondern das ist sehr nahe beieinander. Vielleicht hat das auch einen gewissen Nutzen gehabt, dass die Wege kurz sein mussten, weil letztendlich hat man dann müssen gehen wümmen. Trotten, die in unserer Sage vorkommt, heisst ja eben Halder-Trotten. Und die da, wo wir davor stehen, ist die Galli-Trotten. Übrigens, eine Trotte, das ist dort, wo man früher den Wein gemacht hat. Die Weinbauern haben ihre Trauben dort angebracht und in der Trotte hat man dann den Saft aus der Beere gepresst und Wein daraus gemacht. Der Trottmeister hat darum auch eine gewisse Macht gehabt, weil die Bauern auf ihn ja angewiesen waren. In der Sage heisst es ja noch, dass der Trottmeister auch den sogenannten 10. Wein eingeholt hat. Der 10., das ist eine Art Steuer, wie uns der Historiker Peter Niederhäuser erklärt. Der 10. geht eigentlich aufs frühe Mittelalter zurück, dass man den 10. Teil von Einkommen
Landwirtschaft an der Chile gibt. Das tut sich dann verselbstständigen, also das ist quasi, kann man kaufen, privat, hat mit der Chile nichts mehr zu tun. Also wenn ein Anteil ist ja etwas, oder? Dann ja. Hat man eine Einnahmequelle nachher. Genau, und die Chile braucht ja, der Pfarrer, Gebäudeunterhalt und so weiter, braucht das ja auch. Aber das Problem am Zehnten ist, dass er sich verselbstständigt. Also man kann dann den Zehnten kaufen und das ist die lukrativste Geldanlage, die man eigentlich hat in der damaligen Zeit. Das sind auch wirklich hohe Beträge. Also man kauft das und muss dann selber schauen, dass man zu dem zehnten Teil kommt. Wie genau der zehnte Teil gemessen wird, ist eine andere Frage. Wir wissen immer wieder, dass man dann mal beim Getreide Steine da hat oder beim Wein Wasser drin da hat. Also da hat man dann so den Kleinkrieg zwischen Bauern und Herrschaft gehabt. Aber grundsätzlich ist das eigentlich bis 1830 gezahlt worden. Also man hat so ab 1800 gibt es Bemühungen, das abzulösen. Dann ist die Frage, wie kauft man das ab? Und wirklich klar wird das erst 1830er Jahr, wo man dann eigentlich die Bauern müssen das ablösen gegen Geld und müssen sich dafür auch verschulden. Aber wo steht jetzt die Haldetrotte? Oder wo ist sie gestanden? Laut der Sage steht ja jetzt ein Sumpf. Wenn man nach der Haldetrotte googelt, kommt man nicht weit. Auch Google Maps weiss nicht weiter. Allgemein im Internet wird man nicht wirklich fündig. Also ist der Simon für uns in das Archiv abgestiegen und hat dicke Bücher und Gemeinsprotokolle durchgeblättert. Bis er auf einen Hinweis gestossen ist. Die Haldetrotte, die gibt es nämlich noch. Und sie wird noch genutzt. Nur nicht als Trotte, wo man Wein macht, sondern es ist jetzt ein Rahmenladen, also wo man seine Bilder kann rahmen lassen kann. Da würde ich sagen, nichts wie hin, ab an die Schlossdalstrasse 50a. Ja, da ist er. Rahmenladen. Tatsächlich, das ist sie. Also man sieht von außen noch so eine schöne Holzfassade. Rot angemalt, also ein bisschen im Villa Kunterbund Stil, würde ich jetzt sagen, oder im schwedischen Holzbaustil. Ja, das ist sie. Das ist sie. Sie sieht heute einfach schon ein bisschen anders aus. Also wenn es ein Laden ist, kann man ja eigentlich rein, wenn man mal fragen, ob man reingehen darf. Wenn sie uns nicht für komplette Spinner halten, dann ja, kommen wir probiert. Also los. Hey, musst du da? Musst du läuten, heisst es da? Hallo. Guten Tag. Jetzt sind wir hier im Estrich, sozusagen, im Dachstock. Der ist aber ausgebaut. Schön alles mit Weiss angemalt. Sieht recht grümig aus. Man sieht aber, dass es eine alte Konstruktion ist mit Holz. Simon, du hast da recherchiert, bist ins Archiv abgestiegen. Zuerst mal, wie ist die Recherche gegangen? Wo bist du überall? Wo hast du dich überall durchgeblättert? Weil in dieser Sage ganz klar von der Haldetrotte zu reden ist, habe ich das gegoogelt. Bei jedem Mensch, der einfach mal anfängt. Und dann kommt man genau zu zwei Sachen. Einmal kommt man irgendwo auf die Sage und auf die andere ist ein Link zum Dösemer, zum Quartier, zu der Quartierzeitung von Dös, wo mal das ein bisschen aufgeschrieben hat. Das ist ein Artikel, der schon ein bisschen älter ist, der von Henri Müller geschrieben worden ist, über die Haldetrotte, unter anderem über die verschiedenen Trotte. Und dann habe ich mit ihm unter anderem geschwätzt, mit dem Henri Müller, ist ein Urdösemer, weiss sehr viel, hat auch viel vom IC hergelesen unter anderem. Und dann geht es aber darum, okay, irgendwo da in der Nähe vom ehemaligen Forschungszentrum von der Rieter oder Schlossdalstrasse muss das gewesen sein. Und dann bin ich im Archiv gelandet, habe zuerst ganz viele Sachen zu der Landwirtschaft gelesen, die wir nichts gebracht haben. Und dann hat mir irgendwann die Archivarin, wahrscheinlich hat sie Verbarmen gehabt mit mir, gesagt, was suchen Sie eigentlich? Und dann hat sie gesagt, wenn Sie mir sagen können, wo das ungefähr ist, dann kann ich mit der Gebäudeversicherungsnummer herausfinden, wo das war. Und dann haben wir dann aber herausgefunden, dass das wirklich da gewesen ist, wo jetzt heute der Rahmenladen ist an der Schlossdalstrasse. Und dass da also der älteste Eintrag von der Besitzerin und Besitzer war, ein Konrad Bretscher aus dem 1826 ist dort der Eintrag. Ja, genau. Der Konrad Bretscher war nicht nur der erste Besitzer der Haldetrotte, sondern er war auch Gemeindsame, also sozusagen der Gemeindepräsident von Tös. Ein Trottmeister, der die Leute plagt, das hat es also nicht gegeben, zumindest da nicht in der Haldetrotte.
Einen Zusammenhang könnte es aber geben mit den französischen Truppen um 1800 herum, die unter anderem die Höss belagert haben. Sie haben die Leute belagert und die Bauern und auch die Weinbauern ausgebeutet. Sie haben ihr Getreide und den Wein weggenommen und die Bauern sind leer da gestanden und das hat natürlich zu viel Leid geführt. Es könnte also sein, dass man diese Sage sich erzählt hat, um sich an den fremden Besitzer zu rächen. Man hat sich vielleicht gewünscht, dass die im Erdboden verschwindet. Zurück ist jetzt in den Rahmenladen. Vielleicht finden wir noch den Geist da rein, wo so gefürchtet sieht es da innen nicht aus. Es sieht mega hell und mega schön aus. Sieht aus, ja, halt, ich war zwar noch nie in einem Rahmenladen gewesen vorher, aber es sieht richtig aus, als würde ich da ganz kreativ und tüchtig geschaffen. Es sieht nicht nach Wein aus da rein. Leider nicht. Aber ich habe mir von der Besitzerin von dieser Liegenschaft sagen lassen, dass also das Gebälch immer noch original ist. Also das Holz, das haben sie ja übermalt, wie du sagst, aber es ist, glaube ich, immer noch original. Die Haldentrotte gibt es also noch. Sie ist zum Glück nicht im Erdboden versunken. Man könnte also mit gutem Gewissen sagen, es ist fast nichts Wahres an dieser Sage, auch wenn es sich um eine Trotte handelt, die es wirklich gibt. Bleibt uns nur noch eins, runter an den Fluss die Höss gehen und schauen, ob man vielleicht dort den Geist vom Vatermörder findet. Nur ein paar Schritte weg von der Trotte ist die Höss und da sitzen wir jetzt auf einem kühlen Stein am Schatten. Und da kann man sich das richtig vorstellen, weil es so nah ist, dass der hat dann da die Leiche reingerührt mit einem Platschen und dann fließt die da weg. Es ist eigentlich gar nicht so idyllisch, wenn man sich das vorstellt. Wir hocken jetzt da. Was hast du eigentlich da in deiner Tüte die ganze Zeit dabei? Ich habe gedacht, man muss ja eigentlich auch noch ein bisschen positiv über die Töss reden. Es ist nämlich ein sehr schöner Ort für Naherholung. Und zu der Naherholung gehört ja nicht nur das Joggen und das Spazieren, sondern auch das Verweilen. Und weil wir jetzt die ganze Zeit über Trotten, Reben und Wein geredet haben, habe ich dir einen Weissen mitgebracht. Ich hätte gerne einen gebracht, wo am Brühlberg Trauben gereift wäre, aber die gibt es leider nicht mehr meines Wissens. Und darum haben wir hier eine, die aber Zwölflingen wirklich gereift ist, am Hang vom Wolfensberg, ein Seeval Blanc. Also sollen wir mal probieren? Was meinst du? Sollen wir mal schauen? Ja! Meine Eltern kennen den und sagen, der sei gut. Also. Oh, das ist ja fantastisch, danke vielmals. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, der ist wirklich gut. Ja, voll. Das ist jetzt kein Katzenseicherli. Nein, das ist Katzenseicherli. Nicht einen Assi. Über den Mord von einem Trottmeister gibt es übrigens auch im Stadtarchiv zu Winterthur keinen Hinweis. Und der Konrad Bretscher ist als Besitzer von einer Trotte zwar erwähnt, mehr über seine Rolle im Rebberg zu Töss wissen wir aber auch nicht. Etwas wissen wir aber ganz genau. Die Haldentrotte ist nicht versunken, sondern steht auch jetzt zu Töss an der Schlosstalstrasse. Bilder von der Haldentrotte, wie sie früher ausgesehen hat und wie sie heute jetzt aussieht, findest du auf unserer Webseite sagenjäger.ch. Natürlich findest du uns auch auf TikTok, Instagram und Facebook. Die Folge wurde produziert von mir, Andi Wulschläger, Mitarbeit und Recherche Simon Bergins, Produktionsstudio Eli Media. Unterstützt wurde ist die Folge vom Kulturkomitee Winterthur. Sprecher von der Sage war Julia und vom ICH-Text Dave Striegel. Das Artwork kommt von Ann Seger und das Sounddesign hat Milo Stegmann gemacht. Ein herzlicher Dank an unsere Expertinnen und Experten.